Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder ein Deck, welches erst nach den Buffs von bestimmten Karten wirklich in die Meta kam. Vorher war es immer so untere T2, so ungefähr in dem Bereich. Jetzt inzwischen ist es soweit, dass man sagen könnte, es ist wirklich obere T2 bis manchmal sogar T1. Und dabei handelt es sich um den Mech-Paladin. Dieses Deck versucht über einen guten midrangigen Plan einfach den Gegner zu outvaluen und dann im Late-Game nochmal mit Kangaroos Endless Army anzukommen und zu sagen, hey, ich habe einfach 1 Million Dudes oder von mir aus auch nur 3 Dudes und die sind extrem stark und du kommst nicht mehr dagegen an. Funktioniert sehr, sehr oft, außer man hat wirklich das absolute Pech beim Ziehen, denn ich habe es jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Games hintereinander geschafft, wirklich den absoluten Crap zu ziehen. Ich habe die ersten 5 Züge so gut wie gar nichts rausspielen können, einfach weil ich größtenteils einfach meine Late-Game-Karten gezogen habe, aber das ist, will ich dem Deck jetzt hier nicht irgendwie anlasten oder sowas, ich möchte es einfach nur erwähnen, weil ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass gerade dann, wenn man wirklich in einer Agro-Meta ist, oder besser gesagt in einer Meta, die von Agro-Decks und einem extremen Control-Deck dominiert wird, mit solchen Mid-Range-Decks manchmal Probleme hat. So, wir gucken es uns trotzdem an, ich hoffe, ich habe jetzt heute mal ein bisschen mehr Glück beim Ziehen, es wäre auf jeden Fall schön, ich werde das Ganze auch wieder im Ranked spielen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, diese Decks muss ich halt einfach auch mal im Ranked spielen. Eigentlich sind sie ja auch relativ hoch von der Tierlist und alles Mögliche. Es kommt halt einfach drauf an, wie man hier das Ganze runterspielen kann. Und dieses Mal sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Wir spielen gegen einen anderen Paladin. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich ein Mirror-Matchup haben. Alternativ könnte es natürlich auch sein, dass der Gegner sich entschieden hat, den Dragon-Paladin zu spielen. Auch so ein Deck, wo ich mir immer denke, was tust du da? Dragon Paladin ist jetzt nicht wirklich das Deck, wo ich wirklich spielen würde, aber ich meine, hey, man gönnt sich ja sonst nichts. So, wir spielen direkt erstmal auf Turn 1 den Galvanizer plus Glowtron. Damit haben wir schon mal einen relativ starken Dude. Das wäre natürlich jetzt optimal, wenn wir nochmal einen Mech ziehen werden. Und er vielleicht nicht den guten oder den starken Starter. Wir haben Zeliax gezogen, das ist somit einer der besten Mechs, die wir eigentlich haben können. Wir hauen ihn raus, wir spielen ihn hier direkt drauf und haben dann 2 Fünfer auf dem Board. Das Gute ist, dieses Deck hat wirklich viel Early Game. Also ich meine jetzt wirklich, wirklich viel Early Game. Guckt euch das mal an, wir können jetzt hier 2 Two-Drops hier ziehen, viele One-Drops. Wir ziehen natürlich den guten True-Silver-Champion, ist aber auch vollkommen fein, denn die Hero-Ability des Paladins ist eine starke Sache. Jetzt kommt natürlich die Hoffnung auf den 3-Drop und wenn wir da Call to Adventure ziehen würden, wäre das schon ziemlich gut. Er nutzt auch Call to Adventure, also wir wissen, er hat auf jeden Fall eine ähnliche bis gleiche Liste wie die, die wir spielen. Ziehen hier den Glowtron, verpassen ihm nochmal hier den Buff und das ist ultimativ stark. Ich finde, der Glowtron ist ein deutlich stärkerer One-Drop. Oder sagt das One-Drop oder lass mich nochmal kurz... Draw the lowest cost minion from the deck. Ja, genau. Es hätte auch sein können, dass wir den Skaterboard kriegen würden, aber das macht nicht so wirklich den Unterschied. Wir haben damit trotzdem einen starken Mech am Start, mit dem wir arbeiten können. Er tötet jetzt unseren einen Dude. Das liegt ein bisschen mit daran, dass wir uns halt irgendwie nicht ganz wehren konnten. Hitten jetzt hier einmal Face, haben den 05er, das 05er Egg draußen, das dann später zu einem 8-8er Robosaur wird, der eigentlich auch Max sein müsste, wenn ich es richtig weiß. Klar, er will jetzt hier nicht freiwillig reintraden oder so mal was in die Richtung machen. Wir müssen also dafür sorgen, dass er sich denkt, holy shit, der Dude, der ist böse. Gegen den muss ich irgendwas machen. Hat hier auch die Prismatic Lens mit am Start. Super gute Karte meiner Meinung nach. Damit kann man, fuck, zum Beispiel Kangaroos ein bisschen billiger machen. Wir hatten jetzt leider ein bisschen Pech. Das kommt auch des Öfteren mal vor. Wir nutzen also hier die hier. 3 und 1 ist sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr schöner Swap. Haben hier also einen Taunt Dude mit am Start. Den hauen wir auch direkt mal hier drauf. Die Problematik ist halt jetzt, wird der Silence kommen? Das ist immer so eine Frage, die sehr, sehr schwierig ist. Spielt der Gegner Silence? Normalerweise ist es nicht hier mit diesem Deck mit inbegriffen. Aber es gibt natürlich Variationen, die man nutzen kann. Und das ist ziemlich stark, muss man wirklich sagen. Weil damit bufft er gerade seine Max immer weiter, immer stärker. Und wir müssen einfach aufpassen, dass er die nicht so krass ausrasten lässt, dass sie uns gefährlich werden können. Wir haben ihn jetzt schon auf 24 gehittet. Wir hauen jetzt mal den hier schnell drauf
Und einfach nochmal ein Siliex, um hier wirklich ordentlich Damage rein zu pushen. Damit hat er nämlich dann eine ordentliche Threat. 7 Damage, die wir per Turn raushauen können. Normalerweise, wie gesagt, spielt dieses Deck kein AoE Removal, weil es halt über seine fetten Minions gehen möchte. Er kann da eigentlich schon, man kann wirklich schon sagen, dass er einen extrem großen Vorteil einfach hat, weil diese ganzen Minions, die er rausspielen kann, die Tradabilities haben, sind enorm, wirklich. Sind wirklich, wirklich enorm. Da kommt der Hit gegen das Divine Shield. Das ist fein für mich. Komm, entweder ganz töten oder gar nicht. Ein neuer Modul. Okay, ist fein. Kann man damit arbeiten. Skaterboard. Hau den auf einen 9-11er drauf. Hatte jetzt einen 12-16er. Nochmal ein Magnetic. Und er hat Rush. Wow. Das ist ordentlich Damage, hätte ich mal gesagt. Und er poppt hier unser Egg, nimmt aber nochmal extrem viel Schaden an dieser Stelle und eigentlich ist es wirklich fein für mich, denn wir haben die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, der Dude, der ist einfach mal ein 1-19er. Easy going. So, wie wollen wir das Ganze jetzt weitermachen? Wir spielen das hier noch raus, dann hauen wir den jetzt hier erstmal ein bisschen auf die Nase. Er ist nur noch ein 1-6er, er muss jetzt weitere Minions einfach rausspielen, weitere Buffs auf diesen 1-6er bringen. Deswegen ist hier der Elder Peacekeeper einfach auch so unendlich stark. Hat aber halt auch echt wenig Leben nur noch. Wir müssen auch aufpassen, Kangaroos Endless Army bringt uns halt einfach nur 3 Mechs zurück. Das heißt also, wir wollen so gut wie nie eigentlich einzelne Mechs irgendwie nur ausspielen. Jetzt wäre also der perfekte Zeitpunkt, wenn er ihn nicht töten könnte. Und wir hier uptraden, Kangaroos rausspielen und dann einfach nur absolut ausrasten. Wir haben bis jetzt diese Kombination aus Ding gehabt. Okay, da geht er wieder hoch auf 13. Wir können ihn trotzdem traden und das möchten wir auf jeden Fall auch machen. Wir gucken mal, was Kangaroos uns hier bringt. Schönes. Zack. Holy shit, das ist extrem gut einfach nur. Ihm geben wir ne, wir geben noch keinen Rush. Wir töten ihn hier. Hitten hier für 3. Machen End Turn und mal schauen, wie er hier jetzt noch irgendwas dagegen machen will. Es war schon mal ein sehr, sehr gutes Stück Zeug, was wir hier gemacht haben. Oh nein, das ist uncool. Das ist richtig uncool, weil der wird uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufs Maul geben. Wir haben da auch keine Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. 24er ist halt extrem strong, möchte ich behaupten. Wie viel Damage haben wir? Wir haben genau 25 Schaden auf dem Board liegen. Jetzt lasst mich mal gucken. Wir können das so machen. Wir haben 13... 14. Bräuchten wir noch 10. Hit für 20. Lifesteal auf den. Heal um 13. Lifesteal auf den. Heal um 8. Hit, hit. Und er hat 3 Leben. Okay. Puh, er könnte auch immer noch denselben Lifesteal-Play machen wie wir. Wenn jetzt unser Mac überlebt, ist es fein. Das ist aber eine sehr, sehr schwierige Situation, denn er könnte irgendwas anderes haben. Zieht ihr die 2 Karten, die werden geswappt. Das ist wo ist es denn? Okay, macht sich seine Max nochmal billiger. Crystallogy heißt es. Crystallogy, nicht Crystallology. Hitte den Mac natürlich weg. Er muss ihn aber noch buffen, gell? Ja, da kommt der Buff raus. Ist uncool. Hitte ihn dann damit weg und sagt GG. Well played an unseren Gegner. Wow, das war ein gutes Game. Das war ein wirklich gutes Game. Stabil hier einfach durchgesetzt. Der Paladin hat einfach gesagt, nope, wir machen hier jetzt nichts. Play the Tavern Brawl 3 times. Und wir müssen Heist-Bosses machen. Das heißt also, wir werden vielleicht in der nächsten Folge
nochmal kurz in den Tavern Brawl reingucken. Finde ich ja auch eine echt geile Sache. Ich habe mir ja da schon erwähnt, dass ich da vielleicht so ein paar Sachen machen werde. Bin mir aber auch ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, ob das so viel Sinn macht. Ich finde Tavern Brawl zwar sehr, sehr interessant, aber ein bisschen zu lasch. Man hätte da wirklich mehr daraus machen können. Also ein bisschen schwieriger das Ganze, dass man es nicht so easygoing durchschaffen kann. Okay, sehr, sehr starke Starthand. Wir wollen auf jeden Fall eigentlich eine One-Drop haben. Diesen Call to Adventure finde ich trotzdem extrem stark. Der Galvanizer wird jetzt hier auch nicht als erste Karte rausfliegen, nur ich möchte ihn schon mal grundsätzlich auf der Hand behalten, weil er halt einfach ein extrem starker Dude ist. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal, hier gegen einen Hunter zu spielen, der wahrscheinlich auch noch Mech-Hunter ist. Ist immer ein bisschen uncool, besonders wenn er schneller Tempo aufbaut als ihr, wenn ihr keine Erneuermodule zieht, wenn ihr kein Taunt insgesamt kriegt. Deswegen spielt man hier auch in diesem Deck inzwischen einen doppelten Bronze Gatekeeper. Das ist ja wirklich, das ist das einzige Mech-Deck, das diese Karte spielt, zumindest im Standard. Einfach aus dem Grund, weil die Gegner einen sonst zu schnell overwhelmen. Und das wollen wir halt einfach nicht riskieren. Wäre natürlich schön, wenn er hier AFK ist, dann können wir uns hier einen Free Win einfach mal absnacken. Aber eigentlich wollen wir das ja natürlich nicht. Nächster Zug wird die Hero Ability sein. Ich möchte hier nicht den Galvanizer nutzen für einen einzigen Mech. Das wäre absolut Waste. Also man kann es nicht anders sagen. Lieber noch Call to Adventure dann für einen Glowtron oder sowas. Scheinbar hat er wirklich Disconnection-Probleme. Wir gehen hier auf die Hero Ability, lassen die Zeit direkt nochmal ablaufen. Das ist fein. Je nachdem. Werde ich jetzt hier an dieser Stelle mal die Geschwindigkeit des Videos mal kurz erhöhen, dass ihr das Ganze hier nicht mit anschauen müsst, wie ich ihn jetzt einfach zu Tode klopfe. Also dann, wahrscheinlich bis gleich, bis er wieder im Game drin ist. Es ist wirklich schade eigentlich, dass solche Leute immer mal wieder AFK sind. Ah, da ist er doch wieder. So Leute, willkommen zurück. Turn 3. Und er ist ein Beastie Boy. Nice. Er ist ein Beastie Boy, also. Dann hauen wir mal den raus. Dann hauen wir mal den hier raus und machen einen Turn. Falls ihr euch jetzt fragt, warum zwei, weil die Beastie Boys nämlich den hier Destroy a Minion-Spell spielen. Okay, Marked Shot, interessant. Holt sich also hier noch ein Spell dazu. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir können einfach im nächsten Zug hier den Glowstone-Technischen spielen und der rastet dann einfach komplett aus, weil unser Board absolut Insanity ist. Und das werden wir jetzt auch hier an dieser Stelle machen. Zack, End Turn. Mal gucken, ob er jetzt noch irgendwie was hat, mit dem er uns eigentlich irgendwie damagen kann. Wir machen gleich noch unsere kompletten Sachen ein bisschen billiger. Da kommt der Misha. Nein, Leog ist es hier an dieser Stelle. Das ist gut für uns. Leog ist jetzt nicht so gefährlich. Wir müssen natürlich aufpassen. Hier kommt das Ding. Ist fein. Trade hier rein. Ist okay. Wir können ihn töten, wenn wir wollen. Haben aber jetzt keinen Mech mehr am Start. Was natürlich ein bisschen uncool ist für uns. Wir spielen erstmal den Galvanizer raus. Alles wird nochmal billiger. Der Two Silver Champion, um hier den Hit zu setzen, dass da keine Buffs mehr am Start sind. Wir healen uns natürlich auch. Hitten Enie kaputt. Könnten ihn jetzt buffen an dieser Stelle. Die Frage ist, ob wir das wollen. Lassen wir das Ganze erstmal sein. Ich denke nicht, dass er jetzt 4 Schaden, außer nochmal mit einem Ding-Shot hier haben würde. Animal Companion. Wieder Leog. Wieder ein bisschen Pech gehabt an dieser Stelle. Und er nutzt das Kill Command dieses Mal, um meine Max vom Board zu halten. Kann ich verstehen tatsächlich, aber über das Meccano-Egg können wir halt extrem gut arbeiten. Wir spielen also raus. Meccano-Egg. Und eine Your Face Hit Hero Ability. Und ehrlich mal gesagt, im nächsten Zug machen wir das Meccano-Egg zu einer 2, 9, 9 und 5. Wir werden einfach mal hier easy going. 14, wie viel hat er hinten? 7, oh, da ist schon einiges drin, ey. Hast du das Kill Command jetzt etwa nochmal am Start? Aber das ist okay, weil dann bringt er uns ja immer noch den 8-8er mit aufs Board. Und es wäre halt dann nochmal immens mehr Damage, muss man einfach sagen, weil er ja auch ein Robo ist. Kill Command. Hit, Face, ja, ist fein, kann man auf jeden Fall so machen. Wir haben den Imposter, mit ihm könnten wir tatsächlich Lethal vorbereiten, wollen wir aber jetzt eigentlich gar nicht machen. Wir gehen jetzt hier auf den Buff. Spielen nochmal das Meccano-Egg raus,
Einfach für den Fall, dass er sich wirklich dafür entscheidet, jetzt hier einen irgendeinen Strike zu spielen oder sowas. Machen 14 Damage und damit stehen wir schon auf Lethal da, Leute. Also Paladin ist wirklich ein starkes Deck, wenn man gut zieht. Ich meine, wir haben jetzt auch keine Anoyo-Module gezogen, aber ihr habt gesehen, er war jetzt in den ersten zwei Zügen nicht direkt da. Die Frage ist, ob ihm das irgendwas gebracht hätte. Er hat ja trotzdem nur die Hero-Ability genutzt und das ist halt immer so eine Sache. Der Hunter kann eigentlich oftmals auch gar nicht so viel machen, hat jetzt trotzdem ja alles eigentlich relativ sauber runterspielen können immer, hat genug Sachen auch gespielt pro Zug. Es ist also nicht so, dass seine Hand irgendwie beschissen war oder sowas, aber vielleicht hat er auch einfach kein Early-Game gehabt und hat sich gedacht, er trollt ein bisschen rein. Lässt die Zeit verstreichen und um uns dann ein bisschen zu ärgern. Erstmal ein Hello hier an ihn. War ein nice Scam. Kann man nichts anderes sagen. Das Deck ist halt, es hat schon seine Gründe, warum er hier in Richtung T1 geht. So, lass uns auch ein Pack öffnen zum Abschluss und dann soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Wir sind inzwischen auf 555 Gold. Das ist eine nette Sache, kann nichts dagegen sagen. Und ich bedanke mich jetzt recht herzlich dafür fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr dürft mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und unten in der Videobeschreibung findet ihr den Code zum Deck. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.